das hier, Herrschaften, ist ja Teil meines persönlichen Fitnessprogramms. So viele Mineralwasserkästen trage ich entspannt vom Parkplatz in den ersten Stock. Also im halben Jahr. Aber bitte schön, hier nicht die Leichtmatrosen-Variante mit den Plastikflaschen, sondern wirklich schwere Glaspullen. Ja? Wegen der Muckis. Und vor allem natürlich wegen des Geschmacks. Ich hab's nämlich mal verglichen, aber Gott, wer bin ich schon? Markt will's wissen. Gibt's den glasklaren Vorteil tatsächlich? Und dabei haben wir es dann sogar mit unangenehmer Chemie zu tun bekommen. Natürliches Mineralwasser. Grundnahrungsmittel der Deutschen. Zu kaufen in Glas- und Plastikflaschen. Die Qualität streng definiert und kontrolliert. Und hier sind die Standards festgelegt. Die deutsche Mineralwasserverordnung. 21 Seiten lang. Darin ist chemische Veränderung des Wassers streng verboten. Doch seit der Einführung der Plastikflaschen ließen sich immer wieder Probleme mit Chemikalien nachweisen. Noch im Sommer 2008 fand Stiftung Warentest hohe Werte von AZ-Aldehyd in PET-Flaschen. Die entstehen bei der Herstellung und verändern den Geschmack. Auch verboten. 2 Jahre zuvor machte der Nachweis von Antimon in PET-Flaschen Schlagzeilen. Ist Wasser inzwischen chemiefrei? Markt will's wissen. Im Test die Markenwässer Bismarck, Glashäger, Gerolsteiner und Wilsa. Und die Eigenmarken der Discounter Aldi, Netto und Lidl. Unsere Kriterien. Erstens, wie viel Chemie steckt noch im Wasser? Zweitens, gibt es eine Wahl bei der Verpackung? Drittens, wirkt sich die Verpackung auf den Geschmack aus? Zum ersten Kriterium. Wie viel Chemie kommt noch aus der Verpackung? Um das herauszubekommen, geben wir die Wässer ins Labor für Umweltanalytik in Schwerin. Suchen nach Spuren von AZ-Aldehyd und Antimon. Die EU hält Antimon für ähnlich giftig wie Arsen oder Blei. Das Halbmetall wird in der Herstellung von PET-Flaschen eingesetzt. Das Ergebnis für das Antimon zunächst beruhigend. Keines der Wässer erreicht den Grenzwert von 5 Mikrogramm pro Liter. Doch erhöhte Werte von Antimon finden sich ausschließlich in Wässern aus Einwegplastikflaschen. Wenn man Plastik- und Glasflaschen für Mineralwasser vergleicht, ist man bei Glasflaschen immer auf der sicheren Seite. Hier können also keine Stoffe herauslösen, die geschmacklich oder geruchlich Abweichungen bringen. Beruhigend sind die Werte für AZ-Aldehyd. Bei allen Proben finden wir weniger als 0,02 Milligramm pro Liter. Anscheinend haben die Hersteller ihre Produktion umgestellt. Fazit in Sachen Chemie: Punkt für die Markenwässer Gerolsteiner, Glashäger und Wilsa. Hier weisen wir keine Rückstände nach. Bei den Discountern und in der Einwegflasche von Bismarck hingegen finden wir Antimon. Zweites Kriterium, die Verpackung. Bieten die Hersteller die Wahl zwischen Glas und Plastik, Einweg oder Mehrweg? Nur Gerolsteiner und Glashäger bieten die komplette Auswahl. Bei Wilsa gibt es keine Einwegflaschen. Bei Bismarck nur Glas-Mehrweg oder Plastik-Einweg. Die Wässer vom Discounter gibt es nur in Einweg-Plastikflaschen. Die größte Auswahl bieten also Gerolsteiner und Glashäger. Sie bekommen dafür einen Punkt. Nun zum dritten Kriterium, dem Geschmack. Den testen für uns die Easttown Dragons vom Drachenbootverein Schwerin. Für ihre Trainingseinheit heute nehmen sie unsere Testwässer mit. In Glas- und Plastikflaschen. Wir wollen wissen, ob die Wässer nach Plastik schmecken und ob sie die Kohlensäure gut halten können. Also lassen wir die Easttown Dragons erst einmal ein bisschen schwitzen. Eine Stunde Sprinttraining auf dem Schweriner See. Auch für unsere Wässer ein echter Test. Sie werden ordentlich durchgeschüttelt. Zeit für eine Blindverkostung. Oh, so viel Kohlensäure. Aber sonst denke ich mal, das ist Rübswasser. Ich habe so gut wie keine Kohlensäure mehr drin und es hat einen leicht
einen leichten Nachgeschmack, den ich nicht genau definieren kann. Also mein schmeckt ein bisschen fade. So. Auch keine Kohlensäure drin. Und deins? Bei mir ist jede Menge Kohlensäure drin. Von daher Wasser mit Kohlensäure. Und wie schmecken sie sonst so? Da zischt auf einen Schlag weg. Das ist genau das, was man nach dem Rennen braucht. Das schmeckt gut. Es war gut, dass wenig Kohlensäure drin ist, aber geschmacklich ist wie Seewasser. Ja, schmeckt gut. Schmeckt lecker. Nach Wasser. Alle Plastikflaschen verlieren schneller Kohlensäure als Glasflaschen. Rein geschmacklich überzeugen Wilser und Glashäger. Unser Fazit: Eindeutige Verlierer sind die Wässer vom Discounter. Sie gibt es nur in der Einwegverpackung. Und die ist chemisch nicht ganz dicht. Zwar zeigen unsere Laborergebnisse, dass alle Wässer unbedenklich sind. Wer aber sicher gehen will, kauft Glasflaschen. Welche Sorte ist dann Geschmackssache?